Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Factorio. Ja, wir sind hier unterwegs, haben letztes Mal geguckt, ob wir genug im Auto haben und wir müssen noch weiter produzieren. Die Frage, ob das auch alles so klappt, wie wir das wollen, ne? Also hier geht's ja richtig gut. Was packen wir denn hier rein? Gar nichts, oder was? Doch, Eisenträger. Aber da kommt nicht so ganz so viel, ne? Da müssen wir uns noch ein bisschen bemühen, dass da mehr kommen, ne? Jetzt gucken wir nochmal. Ja, genau, Eisenträger kommen hier rein. Und der letzte ist halt Metall. Gut. Was hat er hier für Klamotten eigentlich auf der Liste? Aha. Sind auch schon alle da, ne? Der macht Munition. Der macht da unten ja, da ist relativ viel relativ viel Stillstand, ne? Schmeißen wir mal hier den zweiten Kupfererzförderer an. Mal gucken, ob das hier besser wird. Einen hat er verpasst, aber halb so wild. Dafür gibt es ja den nächsten. Siehe da, geht ein bisschen schneller voran, ne? So, was machen wir hier? Auch Munition. Da fehlen aber Stahlträger, ne? Ja, nützt nichts. Dann schmeißen wir die da rein. Hier haben wir noch, aber den Kupferplatten zu wenig. Da fehlen die Stahlträger. Da auch. Da fehlen die Kupferplatten. Kupfer läuft. Kupferplatten werden da gemacht. Ressourcen und Resultat. Da sind Stahlplatten. Dann lass uns da Stahlträger noch machen. So, und dann kommen sie auch da welche. Okay, da ist wieder Stillstand dann. Kupferplatten kommen aber. Aber er hat jetzt keine Stahlträger gekriegt, ne? Oder er kriegt welche, wenn die da vorbeikommen. Könnte den natürlich auch ein Stück rüber sitzen, dann würde er auch gleichzeitig die Stahlträger kriegen, ne? Machen wir doch mal, oder? So, jetzt kann er nämlich auch sofort die Stahlträger annehmen, ist ja auch nicht verkehrt. Gut. Munition ist da keine drin, achso, die wird ja auch dann abgelegt, ist klar, ne? So, wie sieht dann hier aus? Kommt. Stahlträger haben wir auch. Eisenplatten haben wir auch. So, und die Frage, ob wir das auch alles aufsammeln sollten, so nicht, sondern erstmal hier gucken, dass der Kreislauf läuft, ne? Sollen wir das ändern? So, jetzt machen wir Kupferplatten, Nane. Ja, mach mal Kupferplatten. Die brauchen wir jetzt mehr, genau. Obwohl Schaltträger brauchen wir genauso viele, ne? Aber da war jetzt gerade nichts möglich. Dann lass erst die Kupferplatten machen. So. Da ist eine Stahlplatte drin. Kriegen wir ja noch mehr, dann machen sie auch was. Überall wird Munition gemacht.
Aber überall fehlen die Rohstoffe in dem Sinne. Stahlträger 10. Munition läuft. Da ist nichts dabei. Wie sieht das hier aus? Überall Munition. Aber da oben fehlt sowieso an Kupfer, ne? Wie soll da auch Kupfer hinkommen? Geht gerade gar nicht. Eigentlich Blödsinn, dann das da zu machen, oder? Das würde bedeuten, wir müssten den Kreislauf auch noch vergrößern, ne? Was ist denn hier für ein Band? Ach so, das geht dann darüber. Ah, nee, hier ist irgendwas faul, oder? So wäre es dann richtig wahrscheinlich gewesen. Und der packt die Kiste leer, die noch voll ist. Naja. Also Eisen wird genug gemacht, da wollen wir uns noch keine Gedanken drum machen. Das läuft hier oben lang. Ja. Kommt dann da unten auch an. Gut. 20. Stahlträger 23. Über 100 Platten. Ja, hier fehlt's an allem, ne? Gucken wir mal weiter. Kupfer, Kupfer. Da kommt wohl kein Kupfer an. Warte mal, dann. Ah, der kriegt auch sogar Kupfer zu bedienen. Das läuft auch noch. Ja. Gut. Der ist auch unterwegs. Alles ist prima. Ja, wir warten dann im Prinzip nur auf die Menge, die wir brauchen, ne? Komm. Nehmen wir das noch mit. Das auch. Das auch. Und dann gucken wir nochmal nach unserem Bestand. Eisenplatten. Gucken wir da auch rein. Stahlträger auch darüber. Den Rest können wir behalten. Das sind 1921, also 2000, zwei Drittel. 624, 604. Ja, ist noch viel. Das ist ja noch einiges zu machen. So, woran hapert es jetzt hier? Ja, an den Stahlträgern. Kupfer kommt vorbei. Ich glaube, wir müssen hier den hier erstmal stoppen. Und den auch. Das ist ja alles gut. Nur da kommt ja sonst nichts an, ne?
Forschung war durch, ne? Ja. So. Ja, das bedeutet langes Warten, bis hier was los ist, ne? Hier können wir noch ein paar Geschwindigkeitsvorteile haben. Läuft dann da. Alle. Gut. Was packt er rüber? Ach guck mal, er wird auch Kupfer rüberpacken, aber da kommt gar kein Kupfer an. Ja. Haben wir noch einen, ne? Doch, wir hätten noch einen Erzförderer. Da stehe ich selber im Weg, wenn, ne? Strommast war auch noch einer da. So, dann würden wir auch mehr Kupfer kriegen jetzt. Allerdings sehe ich gerade, der hängt, steht da auch an der falschen Stelle. Muss noch einen Tacken höher. So, und jetzt verkabeln wir den. So, gucken, was hier reinkommt. 31. Das werden noch ein paar tausend werden müssen. Gut. Dann läuft ja jetzt doch ein bisschen was rum, ne? Was packt er denn hier rein? Kupfer macht er da. Dann können wir dem auch das gerade geben. Aber eigentlich wollen wir ja kein Kupfer da machen, ne? Eigentlich wollen wir da Stahlträger dort machen. Dafür bräuchten wir Eisenplatten. Aber die kommen doch, die kommen da auch vorbei, ne? Die nimmt er aber nicht. Ach so, warte mal. Gib ihm mal den Auftrag. So, der läuft jetzt. Ach, guck mal an, da sind 100 Sachen drin. Okay. Da kommt schon noch was rein. So, dann kriegen wir jetzt da wollte ich nur die Hälfte reintun. Weil hier ist es ja auch so. Gut. Haben wir aufgerüstet schon mal. Munition müssen wir weiter einsammeln. Ja, aber ich denke mal, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.